Okay, also zuallererst muss ich sagen, vielen, vielen Dank für 100.000 Abonnenten. Was mich natürlich umso mehr freut, ist, dass das Thema, welches ich aktuell thematisiere auf meinem Kanal, mehr gehört werden will, dass viel mehr Menschen auch schätzen, dass ich darüber rede. Auch wenn einige Menschen, teilweise auch Mitglieder der Community, Anwälte auf mich hetzen, um mich zum Schweigen zu bringen. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Ayosha. Hallo Schatz. Ich habe nämlich über mehrere Ecken mitbekommen, dass der liebe Alyosha versucht hat, mit einem Rechtsanwalt mein CSD-Video runternehmen zu lassen oder Teile davon, wo ich über ihn rede. Wie ich mitbekommen habe, bist du aktuell auch Teil der Meinungsbürger-Szene und das finde ich erstmal wunderbar. Aber dann hintenrum andere Menschen mundtot macht. Ich bin jetzt schon länger dabei und mache Videos und es haben mich schon sehr viele Menschen versucht anzuzeigen, um meinen Content irgendwie einzuschränken, meinen Kanal zu entfernen und so weiter und so fort. Und weißt du, was sich in der ganzen Zeit verändert hat? Nichts. Falls du mein letztes Video bis zum Ende geschaut habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich über eine gewisse Person kurz gesprochen habe, die aktuell sehr fragwürdige Posts macht. Und ich sagte auch in dem Video, dass ich nicht wirklich viel über diese Person weiß. Aber wir haben seit meinem letzten Video einige Menschen einige Posts zukommen lassen. Und zwar geht es heute um die Michalskis. Und die Michalskis sind schon ein hoch angesehener Teil der LGBT-Community in Deutschland, der Woke-Community, sagen wir jetzt mal. Und die sind auch befreundet mit Jia Lu, ne, über den ich auch in meinem letzten Video gesprochen habe, und Alyosha und viele andere von den LGBT-Influencern und LGBT-TikTokern in Deutschland. Die wurden hauptsächlich bekannt über ihren Podcast, wo sie über ihre Dreierbeziehung sprechen. Also die führen eine polyamore Beziehung und klären über Polyamorie auf. Aber diese polyamore Beziehung hat sich jetzt mittlerweile aufgelöst, denn Saskia hat sich von Marcin getrennt. Das war der Mann in der Beziehung. Mir ist ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, eine Person in irgendeiner Art und Weise zu beschuldigen, oder wir jetzt hier irgendein Fass aufmachen von irgendwelchen zehntausenden Spekulationen, die wir sowieso schon gewohnt sind, sondern es geht darum, dass Martins und meine Beziehung sich verändert hat und wir jetzt einmal darüber sprechen wollen, wieso und weshalb und warum. Und sie hat jetzt Louis geheiratet, was auch eine nicht-binäre Frau ist, so wie Saskia. Es wird ja hauptsächlich um Saskia und Louis gehen, aber vielmehr um Saskia, weil Saskia in der Tat die Person ist, die Influencerin ist, die sehr viel, viel Information verbreitet und auch das Trans-Thema nur für sich und ihre Zwecke nutzt. Und auch vor allem um Marketingzwecke. Und das ist nicht nur unverantwortlich, sondern auch meiner Meinung nach unmoralisch. In meinem letzten Video habe ich bereits über diesen Post hier gesprochen, aber ich glaube, wir fangen jetzt mal in der richtigen Reihenfolge an. Und zwar zu ihrem Outing. Ihr Outing als nicht-binäre Person. Und ja, das lese ich euch jetzt hier mal vor. Sie schreibt hier unter diesem Bild Folgendes. Und im Hintergrund sieht man auch Gio. Okay. Also Saskia schreibt hier sehr dramatisch, wie ich finde. Hey, ich bin Saskia und ich existiere. Hey, ich bin Saskia und ich bin nicht binär. Hey, ich bin Saskia und mein Herz puckert gerade ganz wild. Aber ich mag mich nicht mehr verheimlichen. Ich existiere. Daran ändert sich auch nichts, wenn mir dies tausende Menschen absprechen wollen. Ich existiere, obwohl diese binäre Welt mich in Formen und Schubladen pressen möchte. Ich zeige, dass wir das Geschlecht einer Person nicht ansehen können, egal wie wir diese lesen. Ich bin weiblich gelesen und trotzdem keine Frau. Ich muss kein Schema erfüllen, welches mir die Berechtigung gibt, NB zu sein. Ein Mensch, nicht Mann, nicht Frau. In Prozessen ganz anzukommen, was ich irgendwie schon immer wusste. Ich habe seit meiner Kindheit gesagt, hey, ich bin irgendwie ein Alien. Wieso fühle ich mich nicht so wie andere? Jetzt weiß ich so viel mehr. Mann und Frau ist kein Gefühl. Niemand kann sich fühlen wie eine Frau und niemand kann sich fühlen wie ein Mann. Und wenn wir über Transsexualität aufklären, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, da richtig aufzuklären, spricht man von Geschlechtszugehörigkeit. Und das bezieht sich auf die Geschlechtsmerkmale, die ein Mensch hat. Okay? Also kann ich meine Merkmale annehmen oder kann ich sie nicht annehmen? Und wenn ich sie nicht annehmen kann, dann helfen einen Hormone und Operationen und so weiter. Heißt also, wenn Menschen wie Saskia aus diesen Stereotypen, aus diesen Mann- und Frau-Schubladen
heraus ein Gefühl beschreiben. Also sie fühlen sich als Frau, weil eine Frau entspricht dieser Schublade, oder ich fühle mich wie ein Mann, weil ein Mann entspricht ja dieser Schublade. Das führt schon zu super viel Verwirrung und Fehldiagnosen, vor allem bezogen auf transsexuell, weil Mann und Frau kein Gefühl ist. Ich kann nicht wissen, wie sich eine Frau fühlt, weil ich nie eine Frau war. Ich bin eine transsexuelle Frau. Ich kann euch aber auch nicht sagen, wie sich ein Mann fühlt. Und niemand von euch kann mir sagen, wie sich ein Mann fühlt und wie sich eine Frau fühlt. Das kann niemand beantworten, weil wir nur uns kennen, unsere Lebenserfahrung kennen und wir nur beurteilen können, ob wir unsere Merkmale annehmen können oder nicht. Und wenn der Rest unserer Gesellschaft so aufgeklärt wird, wie hier aktuell, dass jeder Mensch wirklich weiß, dass er keinem Rollenbild entsprechen muss, und ich dann auch all diesen Menschen erzähle, dass es einen Begriff gibt, der sich nicht binär nennt, was bedeutet, dass man sich weder noch als diese Geschlechterrolle oder diese Geschlechterrolle identifiziert, dann wäre die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht binär, okay? Dann wäre fast jeder nicht binär. Ich wäre somit auch theoretisch, wenn ich es danach beurteilen würde, eine nicht binäre Person. Seine Geschlechtsmerkmale abzulehnen, was eine Diagnose ist, was auch eine übertriebene Belastung für diese Menschen ist, das macht einen Menschen transsexuell. This is my selbstbestimmtes Coming Out, vor welchem ich so lange Sorge hatte. Ich weiß, ich muss niemandem etwas beweisen, dennoch wurde ich begleitet von so vielen Sorgen. Wie soll ich beschreiben, was dann noch niemand versteht? Wie oft wird mir gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter, was by the way einfach nicht stimmt. Es gibt seit 3000 Jahren verschiedene Geschlechtsidentitäten, Geschlechter neben dem binären Mann und Frau und bei der Entwicklung von Geschlechts in Kombination von über 1000 Genen beteiligt. Aber Sorgen hindern mich nicht daran, mich zu zeigen. Das ist auch eine falsche Information. Was auch super wichtig ist in der Wissenschaft, ist von dem sozialen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht zu unterscheiden. Denn das Verständnis von Mann und Frau unterscheidet sich in gewissen kulturellen Kreisen, Religion. Aber nur weil gewisse Kulturen oder Religion oder irgendwelche anderen Gruppen ein verschiedenes Verständnis haben von Mann und Frau, heißt es nicht, dass es mehr als Mann und Frau gibt. Es gibt aber verschiedene Auffassungen von dem, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Am Ende des Tages gibt es nur zwei verschiedene Sexualhormone. Und auch wenn es verschiedene Chromosomen gibt, die sich zusammensetzen können, was sehr selten ist, aber auch vorkommt, heißt es nicht, dass es mehr als zwei Geschlechtsmerkmale gibt. Wir sind auch nur Säugetiere. Wir können auch nur entweder Mann oder Frau sein oder in seltenen Fällen intersexuelle Menschen, die beide Geschlechtsmerkmale haben und es auch oftmals gar nicht wissen, dass sie intersexuell sind. Aber das macht sie nicht zu einem neuen, biologischen, separaten Geschlecht. Und belegt auch nicht die Existenz von mehreren Geschlechtern. Und Saskia tut hier auch in dem Statement die ganze Zeit so, als hätte sie irgendwas Krasses über sich herausgefunden. Aber im Endeffekt teilst du uns nur mit, dass du dich nicht mit geschlechtertypischen Rollenbildern identifizierst, was nichts an deinem biologischen Geschlecht ändert und auch nichts an deiner Geschlechtszugehörigkeit, was man ganz klar auf dem Bild sieht. Du entsprichst einfach keinem typischen Bild einer Frau und das ist okay. Aber das macht dich nicht trans und das macht dich auch nicht zu einer Minderheit oder irgendetwas. Schon immer haben Menschen in meinem Umfeld mich Wesen genannt, denn irgendwie war klar, das Frausein und die gesellschaftliche Kategorisierung dessen passt nicht und fühlt sich unwohl an und das Mannsein ebenso. Was bin ich also? Ich atme, ich bin, ich fühle mich heute so, morgen so, ich bin dazwischen. Weißt du, du musst es auch gar nicht verstehen und greifen können. Vertraue mir einfach, dass ich weiß, wer ich bin. Es liegt an jedem einzelnen Menschen, diese Schubladen zu hinterfragen und anzuerkennen, dass wir individuell sind und dass Gender fluide ist. Denn hey, ich bin Saskia und ich existiere und wir sind viele. Ambi-Sein ist valid und das kann uns niemand nehmen. Also man kann halt wirklich schon fast denken, dass sie sich hier über transsexuelle Menschen lustig macht und die transsexuelle Erfahrung. Ihr vermischt Geschlechtszugehörigkeit mit Persönlichkeit und das ist einfach so unfassbar respektlos gegenüber Menschen, die mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit strugglen und auf eine Behandlung angewiesen sind und Hilfe, und ihr nutzt es einfach für euch selber, versucht euch damit als eine Art Minderheit zu präsentieren, die unterdrückt ist, und versucht für Transmenschen zu sprechen. Das ist so falsch. Ganz ehrlich, und ich weiß, einige Menschen stimmen mir hier vielleicht nicht zu, aber ich finde das persönlich transphob.
was hier geschrieben wird. So. Und auch wenn das vielleicht nicht von dir so gemeint ist, aber ich finde, es ist einfach wirklich transphob, wenn man sowas postet und sowas schreibt. Es ist und bleibt eine Diagnose, die für Betroffene, die darunter leiden, auf eine Behandlung angewiesen sind. Und es sollten nicht Menschen als so etwas diagnostiziert werden, die kein Problem mit ihren Geschlechtsmerkmalen haben und deswegen auch keine Transition durchleben. Und deswegen auch nicht für Menschen, Transmenschen, sprechen können. Ja, dreimal könnt ihr jetzt auch raten, wie die Pronomen von Saskia sind. Hey, meine Pronomen sind she, they. Was sind deine? Du bist okay mit deinem Körper. Du brauchst kein anderes Pronomen, weil du aufgrund deiner Geschlechtsmerkmale als Frau wahrgenommen wirst. Ich zeige euch jetzt hier auch mal ein TikTok und schaut euch das mal bitte genau an, was sie dazu schreibt, okay? Wegwerfen, bis ich nichts hab. Scheiß auf all den Schnickschnack, solange ich dich hab. Ich will, dass du verstehst, existiere nicht ohne dich. Nicht-binäre Liebe existiert, nicht-binäre Lesben. Also wirklich, als wäre das eine Parodie, Leute. Als wäre es eine Parodie. Ich bin kein Geschlecht, aber ich bin eine Frau und ich bin eine Lesbe. Auf Biegen und Brechen irgendwie versuchen, trans zu sein. Irgendwie zu sagen, Leute, ich bin aber nicht so diese stereotypische Frau, deswegen bin ich trans, aber ich bin auch eine Frau und ich bin auch lesbisch, aber ich bin nicht wirklich eine Frau, weil ich sehe mich ja nicht als Frau. Wann verstehen einfach Menschen, dass das nicht in Ordnung ist? Seid doch froh, dass ihr eure Geschlechtsmerkmale annehmen könnt und die nicht abstößt. Saskia und Leo, also die beiden Frauen, die jetzt doch eine monogame Beziehung führen, haben auch kürzlich geheiratet und dazu auch einen TikTok hochgeladen. Und das gucken wir uns jetzt hier auch mal an. Auf deren Hochzeit hatten sie geschlechtsneutrale Toiletten, Pronomensticker, okay. Und wenn ihr mal ganz genau dahin schaut, Leute, steht da sowas wie they, them und so. Also total, halt, es macht gar keinen Sinn, Leute, sorry, aber es macht gar keinen Sinn. So, warum denn Pronomensticker, wenn ihr doch die Leute kennt, die auf eurer Hochzeit sind und auch deren Pronomen kennen solltet? Warum denn Sticker? Also es wirkt auf mich so. Und wie gesagt, es ist nur, wie es auf mich wirkt, als hättet ihr eure Hochzeit nur so gestaltet, um es dann auf TikTok zu posten, um allen Menschen zu zeigen, wie woke ihr seid und aufgeklärt ihr seid. Weil warum solltet ihr sonst sowas machen? Es ist halt wirklich... Oh mein Gott! Aber kommen wir jetzt zum Oberhammer, Leute. Und zwar, Saskia hat jetzt vor kurzem, vor 2-3 Tagen, das hier in ihre Story gepostet. Und das lese ich euch jetzt auch nochmal vor. Also sie schreibt hier... So kann eine nicht-binäre Person aussehen. Es gibt nicht diesen einen Weg, nicht-binär zu sein. Du musst dafür nichts erfüllen. Egal wie viele Menschen versuchen, dir deine Identität abzusprechen. I see you und denke immer daran, dass du weißt, wer du bist und du niemals alleine bist. Kein Mensch weiß, wie es sich anfühlt, wenn diese Person nicht selbst Teil ist. Ja, zum ersten Abschnitt will ich jetzt auch nochmal Folgendes sagen. Und zwar, ich merke auch immer hier, wie Menschen... wie Saskia dieses Nicht-Binär so beschreiben, wie etwas, als dass du so geboren worden bist, was dich so unterscheidet von allen anderen Menschen, von allen anderen normalen Menschen. Und das ist so diese Minderheit, die nur unter sich verstehen, wie es ist, nicht-binär zu sein. Das ist so ein ganz eigenes Gefühl, was sonst niemand wirklich erlebt. Das ist halt total... Also, Leute, du musst nicht androgyn sein, um nicht-binär zu sein. Gender ist ein Spektrum, welches sich immer wieder anders ausdrücken kann. Du bist immer genug. Mir fallen hier so viele Dinge auf, die einfach nicht richtig sind so. Ich meine, so sie suggeriert damit so ein bisschen, dass jemand irgendwie annehmen würde, dass du nicht genug bist, wenn du nicht einem Stereotyp entsprichst. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Und versteht mich nicht falsch, Leute, ich weiß, dass viele Männer, vor allem Männer, Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn sie nicht komplett sich männlich präsentieren. Auf jeden Fall. Aber du bist genug, egal wie du dein Geschlecht ausdrückst. Wirkt auf mich einfach sehr, sehr falsch und als würde sie das ganz falsch bewerten. Nicht-binär steht für einen großen Umbrella an Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Systems Mann-Frau.
bedeutet, dass nicht-binäre Personen wie ich zum Beispiel sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Dir wird bei der Geburt kein Geschlecht zugewiesen, sondern es wird ein Geschlecht an dir festgestellt. Hier ist auch, by the way, dieser Trans-Umbrella oder Trans-Regenschirm, den sie hier auch anspricht. Denn von dieser Woke-Community wird es tatsächlich wirklich so bezeichnet, dass Trans ein Regenschirmbegriff ist. Was natürlich komplett verrückt ist, sagen wir mal so. Denn unter diesen Trans-Regenschirm fallen nicht-binäre Menschen, Trans-Männer, Trans-Frauen und Crossdresser. Also Männer, die sich beispielsweise als Frauen kleiden und Frauen, die sich als Männer kleiden. Die sind also alle trans und fallen unter den Trans-Regenschirm. Leute, wisst ihr eigentlich, wie crazy das ist? Wie kann man so rücksichtslos mit Diagnosen umgehen? Leute, ich werde es niemals verstehen. Es gibt Menschen, die das nicht verstehen. Unter anderem ich als ahnungslose transsexuelle Frau. Wie schade. Das musst du auch nicht. Du darfst mir aber vertrauen, dass ich weiß, wer ich bin und dass wir viele sind. Du siehst Menschen, deren Geschlecht nicht an, denn Ausdruck, Kleidung, Make-up, Haare, etc. kennt kein Geschlecht und sagt überhaupt nichts darüber aus, wer ich bin oder andere sind. Jeder sieht dir an, dass du deine Geschlechtsmerkmale annehmen kannst, liebe Saskia. Das macht dich also zu einer biologischen Frau und keiner transsexuellen Person. So ist es und da sollte die Aufklärung auch einfach aufhören, Leute, weil alles danach verwirrt Menschen in ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Ist das einfach nur übertrieben, verantwortungslos und zu verurteilen, was hier gepostet wird. Einfach nur wow. Und wenn das so weitergeht, Leute, diese Art von Aufklärung, die wir jetzt hier auch von Saskia oder allgemein den Michalskis mitbekommen, dann kann es gut sein, dass in wenigen Jahren die Unterstützung der Krankenkassen wegfallen. Denn so ist es jetzt auch in Florida passiert, also in einem US-Bundesstaat. Denn da unterstützen die Krankenkassen das auch nicht mehr, also keine Hormone, nichts. Was auch auf die ganzen Fehldiagnosen zurückzuführen ist. Darüber hat auch vor kurzem eine transsexuelle Frau gepostet. Und was mich auch wirklich gefreut hat, ist, dass Hunter Schäfer, also eine Schauspielerin, die viele von Euphoria kennen, darunter auch mit Ausrufezeichen kommentiert hatte und das unterstützt hat. Und das gibt mir schon ein bisschen Hoffnung, dass immer mehr Menschen verstehen, um was es hier wirklich geht. So, und was hier wirklich alles auf dem Spiel steht. Und zwar tatsächlich Menschenleben. Also auf der einen Seite werden Menschen falsch diagnostiziert, weil sie falsch aufgeklärt werden, was trans bedeutet. Und auf der anderen Seite wird ihnen ihre gesundheitliche Versorgung und Behandlung entzogen, weil so viele Menschen fehldiagnostiziert werden. Und als transsexuelle Frau kann ich euch hier und jetzt sagen, dass wenn ich nicht früh genug meine Hormone bekommen hätte, weil ich habe auch erst mit 19 oder 20 angefangen, Hormone zu nehmen, wäre das später passiert, Leute. Ich würde hier wahrscheinlich nicht mehr sitzen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ich sehe euch ganz bald in meinem nächsten Video. Bis dann.